So, da sind wir wieder. Aber ich brauche, nein, verdammte Magie Sachen einmal und hallo böse. So, stopp. Magie. Und nein. Aber. Wupp, wupp. Weg hier. Ihr meint das ernst, was? Na schön. Au. Boah, der Typ ist ekelhaft. Hey. Objekte neben dran. Nein. Ich möchte Mana-Tränke. Ihr meint das ernst, was? Na schön. Ja. Nein. Wieso muss der stärkste Typ darunter fallen? Naja, Eichenbogen. Naja, gut, gut. Video Engine Encoder ist bei 99% gewesen. Das ist nicht gut. So. Erstmal speichern. Dann gehen wir nach. Ah, obwohl, was ist denn hier unten? Oh, ne, gar nicht gut. Ab nach draußen und ab nach Hause. Hierfür bin ich noch eindeutig zu schwach. Was habe ich denn hier jetzt so Neues bekommen? Mentalmagie? Okay. Psionikmagie?
heftig. Entropie kosten 7% weniger Mana. So. Assassinenkapuze. Entropie kosten Lichtmagie. Taumagie. Mentalismus und Elementarismus. Das sind jetzt 1% weniger. Ne, Azeron verlassen, ja. Jetzt möchte ich gerne zum Miradenturm in der Nähe. Um wieder nach Hause zu können. Ohne großartig in irgendwelche Schwierigkeiten zu kommen. Das wäre es jetzt noch. So. Ja, Mann, bist du. Oh, ruckel, 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 ruckel. Boah, da muss ich eindeutig noch ein bisschen was an der Leistung drehen. Das geht eindeutig hier gar nicht. Und weiß noch nicht mal warum. Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Ich möchte gerne nach Ark. Oh, jetzt bin ich ins Außenland gegangen. Aber egal. Es ist schon ziemlich, ziemlich stark. Hier habe ich jetzt auch diese Frame Drops, ne? Obwohl hier geht's besser. Denn hier habe ich noch meine CPU-Auslastung. Die ist einfach zum Kotzen. Das ist das Schlimme daran. So, ich hoffe mal, ich habe nicht so zu viel Aussetzer in der Aufnahme jetzt. Sanfte Freunde der Körnigen Erquickung. Komm, nach oben. Sieht immer so aus, als würde es mit der Zeit. Mal fast so. Nein, Skyrim funktioniert nicht mehr. Ja, es sieht so aus, als würde irgendein Speicher mit der Zeit vorlaufen. Ich bin gleich wieder da. So, wir sind wieder da und es hat zum Glück so gut wie keine Ausfälle gegeben. Ich konnte direkt hier wieder weiterspielen. Was wunderschön ist. Zack, ab in die Adelsviertel. Ich möchte den Typen da seine Centurio-Steuereinheit bringen. Ja? Wieder meinen PC knacken. Seitdem ich das Holzgehäuse habe,
arbeitet er ein bisschen, wenn er warm wird. Und wir haben gerade schon ein paar Gart. Tja, Mädel. Es ist ja nicht so, dass ich von Anfang an gesagt habe, dass wir einen Escort brauchen. Du hattest echt Glück. Danke für die Erinnerung. Sieh mal einer an, wenn man vom schwarzen Wächter spricht. Da seid ihr ja. Schön, euch wohl aufzusehen. Patira hat mir alles erzählt. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr gegen eine ganze Bande Wegelagerer antreten müssen würdet, hätte ich Unterstützung geschickt. Aber ihr wisst ja scheinbar wirklich, was ihr tut. Habt ihr die Steuereinheit? Ja, natürlich. Großartig, das ist sie. Gute Arbeit. Hier ist eure Bezahlung. Und wo ihr schon mal hier seid, es gibt noch etwas, bei dem ihr mir unter die Arme greifen könntet. Und es wird ähnlich lukrativ für euch sein. 450 und 2800 EP. Was? 31? Okay. Ja, komm, Lebensenergie. Was ist... Talgard ist ein Ort, den eigentlich nur erfahrene Abenteurer oder eben selbstmordgefährdete Idioten bereisen. Wie kann ich das möglichst kurz zusammenfassen? Dalmarak. Sagt euch der Name was? Das war ein Arkanist, der vor rund 2000 Jahren lebte. Damals plante der Orden, eine zweite große Stadt zu bauen, dort, wo sich heute Goldenforst befindet. Malaf, so sollte sie heißen. Und sie sollte Ark in ihrer Glorie ebenbürtig sein. Aber wie sich herausstellte, war die Gegend ziemlich unfruchtbar. Und kaum 3 Jahre nach der ersten Gründung riet der Orden, die Siedlungen wieder zu verlassen. Und wie das nun mal so ist mit eitlen Persönlichkeiten, gefiel das Dalmarak gar nicht. Malaf war sein Traum, und deshalb begann er mit immer gefährlicheren Mitteln daran festzuhalten. Eines davon war das Sonnenrad, eine alte, pyräische Konstruktion, die aus Wüstenboden Graslandschaften machen können sollte. Und tja, den Rest könnt ihr euch denken. Eines Nachts gab es einen grellen Lichtblitz, und seither ist Talgard verpestet. Außer ein paar Tieren und den Sonnengeborenen lebt dort niemand mehr. Goldenforst war anfangs auch davon betroffen, aber hat sich mittlerweile wieder erholt. Okay. Ja, aber was wolltest du? Schreitet wohl! Ach, das würdet ihr nicht mal verstehen, wenn ihr 15 Jahre bei mir in Lehre gewesen wärt. Stellt es euch einfach so vor, dass ich mein Bewusstsein, meine Seele in die Maschine übertrage. Ich werde zu ihr. Apotheose, so nennen die Gelehrten aus Kyra das. Der Aufstieg des Menschen zu mehr, zu einer Gottheit, um eure Worte zu verwenden. Übrigens die einzig sinnvolle Antwort auf das, was auf der Welt momentan passiert, wenn ihr mich fragt. Okay, und wie meint ihr das? Ach, roter Wahnsinn, Tod der Lichtgeborenen. Man muss kein Magister sein, um zu sehen, dass etwas in dieser Welt passiert. Sie geht den Bach runter. Und anders als der Heilige Orden mit seinen neuerdings nerimesischen Magierfreunden, halte ich nichts davon zu versuchen, dererlei Bedrohungen einfach wegzubeten. Wir müssen uns ändern, wir menschlichen Wesen. Die Apotheose. Die Auflösung des Organischen ist der erste Schritt dahin. Gut, wenn du es so meinst, dann mach das so. Hallo? Nein, ich wollte gucken hier. Erst beim Miradenturm an der Teil. Die Erinnerung des Toten. Kunst des Kampfes. Geheimnisse aus der Büchse. Was? Wenn er mir jetzt nicht...